Moin und herzlich willkommen zu einem relativ kurzen Video. Mitte Januar und wir sind jetzt unterwegs an einem See in Friesland. Da drüben sind gerade schon Thomas und Simon. Thomas ist ein Kollege von Simon, mit dem er in Dänemark zusammenarbeitet. Und Thomas kommt aus England. Und der kennt ganz, ganz viele Vögel einfach nicht, die wir hier in Deutschland haben, was relativ cool ist eigentlich. Auf diesem See wurden mehrere Eisenten gemeldet. Da wir hier regelmäßig unterwegs sind, nutzen wir die Chance, die schönen Vögel zu beobachten. Neben Simon und Thomas gesellte sich spontan auch ein lokaler Vogelbeobachter zu uns. Der nette Mann konnte uns viel über die Vogelwelt am See berichten. Wie in jedem meiner Videos darf auch hier die Stockente nicht fehlen. Sie war hier die dominanteste Art im See. Das Gewässer ist bei Anglern sehr beliebt. Und da, wo es Fisch gibt, da sind auch Jäger wie der Kormoran anzutreffen. Auch Gänsesäger, welche hier nur im Winter anzutreffen sind, ernähren sich von Kleinfisch wie Rotauge oder Flussbarsch. Neben den Gänsesägern konnten wir auch Zwergsäger sehen, welche ich aber nicht filmen konnte. Auch größere Fischfresser wie Grau- oder Silberreiher hofften am anderen Ufer auf Beute. Um den See herum führte ein verschneiter Pfad. Nun hieß es Strecke machen, um näher an die Eisenten heranzukommen. Immer wieder liefen wir vegetationsfreie Uferbereiche für einen Blick auf den See an. So konnten wir weitere schöne Beobachtungen machen. Über 20 Haubentaucher verteilten sich über das ganze Gewässer. Auch dieser schöne Vogel ist ein Fischliebhaber. Ein genervtes Blässhuhn setzte ans andere Ufer über. Eine hübsche weibliche Schellente hielt ebenfalls Distanz zu uns. Diese Art frisst gelegentlich auch Fisch, aber greift lieber bei wirbellosen Tieren wie Schnecken, Muscheln oder Insekten zu. Direkt hinter den Reiherenten entdeckten wir unsere Zielart, die Eisenten. Schnell gingen wir in Deckung und warteten, bis die schönen Enten etwas näher kamen. War das geil! Ich habe jetzt tatsächlich drei Eisenten auf die Kamera bekommen, habe sie richtig schön filmen können. Ich musste so ein bisschen durchs Schilf filmen. Aber scheißegal. Die Eisenten kamen tatsächlich bis auf 30 Meter heran und das reichte für gute Aufnahmen. Diese Art hat das nördlichste Brutgebiet aller Enten und kommt sogar im Packeis der Arktis vor. Sie ist sehr resistent gegen Kälte. Um sich dagegen zu schützen, wechselt sie sogar dreimal im Jahr das Gefieder. Das ist einmalig. Eisenten ernähren sich von Weichtieren, welche sie am Gewässergrund finden. Bis zu 50 Meter tiefe Tauchgänge nehmen sie dafür in Kauf.
Was für eine tolle Beobachtung. Leifer! Ja! Das war richtig geil. Richtig schöne Aufnahme hingekriegt. Klasse. Danach umrundeten wir weiter den See, denn wir hatten die Hoffnung, noch einen sehr scheuen und heimlichen Vogel zu finden. Geführt vom lokalen Börder prüften wir gründlich mehrere Schilfbereiche. Und plötzlich tauchte die gesuchte Art wirklich auf. Okay, es ist wieder was super Verrücktes passiert. Es gibt hier Rohrdommel in der Ecke. Und ab und zu sieht man mal eine. Also vor ein paar Tagen wurde erst eine hier gemeldet. Und jetzt sind wir den ganzen See rumgelaufen, haben natürlich immer echt penibel alles abgesucht und haben keine gesehen. Und eigentlich sind wir jetzt schon wieder fast beim Auto angekommen. Und da guckt Simon so in den Himmel, fliegt da eine Rohrdommel. Wie so 30, 40 Meter über uns. Eine fliegende Rohrdommel. Und die ist dann in so einem Schilfgebiet in der Nähe hier runtergegangen. Aber die waren bestimmt gute 2 Minuten, ja, sag ich mal, am Fliegen und hat sich dann so gleiten lassen. Also wir haben da auf jeden Fall ein paar schöne Bilder hinbekommen. Und ich habe ganz bescheidene Videoaufnahmen hingekriegt, weil meine Kamera mitten drin wegen Kälte ausgefallen ist. Auf jeden Fall kam eine ganz merkwürdige Fehlermeldung. Naja, ich habe dann schnell alles wieder zusammengebastelt und habe dann noch ein komisches Video aufgenommen. Ich packe mal alles hier rein. Auf jeden Fall wieder unglaublich hier. Rohrdommel und Zwergsäger als Jirtik und dann schöne Eisenten als Leifer. Richtig nice. Ich bin sehr gespannt, wo wir jetzt hinfahren und ob wir noch ein bisschen was entdecken können. Bleibt dran. Hier das Belegvideo der fliegenden Rohrdommel. Vollkommen verrückt. Sie landete daraufhin in dem Schilfbereich, den wir zuvor durchgeschaut hatten. Hier noch einmal ein paar hübsche Fotos, welche ich schnell vor dem Video gemacht hatte. Ich habe gerade eine Runde gefilmt, bin ein paar Meter weiter gelaufen und da fiel mir auf, wo ist denn meine GoPro? Und dann habe ich jetzt erstmal den ganzen Weg abgesucht, bis ich sie das letzte Mal in der Hand hatte. Habe sie nicht wiedergefunden, lauf zurück, wo lag sie? Direkt neben mir, wo ich das letzte Mal gefilmt hatte. Naja, Simon vermisst mich bestimmt schon. Raus aus der Natur und rein in die Zivilisation. Wir sind in einem Schlosspark angekommen. Dass allerdings Pfauen direkt vor der Bankfiliale auf uns warteten, war schon komisch. Diese Tiere sollten eigentlich im Park sein. So, Simon möchte jetzt Pfauen füttern. Das kommt aber nicht ins Video. Nein, nein. Oh, das ist der typische Ruf des Vs. Komm hier. Es klappt. Simon ließ sich die Gelegenheit nicht nehmen, um den schönen Vögeln etwas näher zu kommen. Thomas und ich, wir hatten unseren Spaß. Oh wow. The male one is coming over there, behind you. I hope he's jealous and picks you. Oh. Oh, wow, wow, that's so cool. Look how beautiful. Oh, it's so beautiful. Aus der Hand. Aber der hat ein bisschen Schiss. Don't be aggressive. Thank you.
So, wie ihr gesehen habt, sind wir jetzt in der Zivilisation. Wir waren gerade im Stadtpark von Jever, wo Simon einfach schöne Pfauen gestreichelt hat. Und jetzt suchen wir hier in der näheren Umgebung nach Schwarzschwänen. Hier gibt es nämlich so eine ganz kleine Population. Und einen Eispool haben wir eben auch noch gesehen, aber leider war da schneller weg, als wir gucken konnten. Die Trauerschwäne hier sind natürlich domestizierte Vögel. Sie bekommen sogar jährlich Nachwuchs. Hier haben wir allerdings nur ein Exemplar finden können. Das war auf jeden Fall eine sehr schöne Beobachtung. Thank you, Simon. You are welcome, Stefan. Auf dem Rückweg nach Hause fuhren wir noch einen weiteren Beobachtungsplatz an. Aber hier gab es für die Kamera nichts mehr zu tun. Ja. I see some ducks and gulls.